Jedes Jahr kommt es in Österreich zu durchschnittlich 10 bis 20 Unfällen mit Flugzeugen. Die meisten dieser Accidents gehen auf das Konto der allgemeinen Luftfahrt, wobei die Flugphase mit den prozentuell meisten Unfällen die Landung darstellt. Um im Fall des Falles richtig zu reagieren und die Abläufe zu trainieren, organisierte JA Flight Training am Flugplatz Vöslau eine Flugnotfallübung. Daran beteiligten sich Notfallorganisationen wie Polizei, Flugpolizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz sowie die Flugrettung. Ja, wir sind hier am Flugplatz Vöslau im Headquarter der Jet Alliance. Neben mir ist Michael Holi, Managing Director der hiesigen Flugschule JA Flight Training. Heute läuft hier am Flugplatz eine große Übung namens Icarus. Herr Holi, was erwartet uns da heute? Ja, also wir veranstalten gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen, mit dem Flugplatz Vöslau, mit der Austro Control eine Flugunfallübung. Das heißt, die Annahme ist jene, dass ein Sportflugzeug hier in Vöslau startet und aufgrund eines technischen Gebrechens kurz nach dem Start eine Notlandung durchführen muss. Das heißt, das Flugzeug landet nicht direkt am Platz, sondern ein paar hundert Meter daneben in der Wiese und fängt Feuer. Daraufhin löst der Turm gemäß dem normalen Alarmplan den Alarm aus. Das heißt, er wählt 122 und ab dann nimmt eigentlich die gesamte Übung den normalen Ablauf, wie es bei einem Notfall wäre. Natürlich haben wir uns zusammengesetzt zuvor mit allen Organisationen und den Ablauf durchgeprüft, durchbesprochen. Sinn und Zweck, wie gesagt, ist zum einen die Zusammenarbeit der Organisationen zu üben und zum zweiten, jedes Unternehmen hat einen eigenen Notfallablaufplan für derlei Eventualitäten. So auch wir, die Jet Alliance Flight Training. Das heißt, wir haben einen sogenannten Emergency Response Plan und darin ist genau aufgelistet, was muss man tun in diesem unangenehmen und hoffentlich sehr, sehr seltenen oder überhaupt nicht vorkommenden Fall, dass ein Flugzeug einen Unfall oder auch nur einen Zwischenfall hat. Das heißt, wer ist zu informieren, welche Kommunikation, wer darf kommunizieren mit den Medien, denn vor allem die Medien wollen immer gleich eine Ursache wissen, was ist passiert, und das ist hier genau geregelt und sieht vor, dass es einen korrekten Ablauf gibt. Der Übungsablauf wird jetzt nun folgender sein. Die Feuerwehr entzündet ein Autowrack, das bei uns das Flugzeug spielt. Daraufhin wird die Notfallsübung ausgelöst. Der Turm ruft dann die Feuerwehr an. Diese wird als erste vor Ort sein, alarmiert sofort die anderen Blaulichtorganisationen, das heißt die Rettung und die Polizei. Die Polizei wird wahrscheinlich die Unfallstelle oder sogar die Zufahrten absperren, damit keine Schaulustigen zu nahe kommen. Die Rettung wird die Verletzten versorgen. Das Szenario sieht vor, dass die Maschine mit 4 Personen besetzt ist. 3 davon befinden sich in unmittelbarer Nähe des Flugzeuges und sind verletzt. Eine Person ist abgängig. Aufgrund der Abgängigkeit wird die Polizei einen sogenannten Suchhubschrauber anfordern, der mit einer Infrarot-Wärmebildkamera ausgestattet ist, und der wird diese vermisste Person lokalisieren. Der Christophorus-Hubschrauber kommt zum Einsatz, er wird eine Person abtransportieren und Austro Control wird aufgrund der Auslösung des Crash-Senders aktiv und wird diesen peilen und am Ende dann auch bergen. Bevor die Übung beginnen konnte, wurden die 4 Freiwilligen, die die Verletzten spielten, von Maskenbildnerinnen des Stadttheaters Baden realitätsnah geschminkt. Wie geplant wurde nach dem Anzünden der fiktiven Wrackteile der Unfall an die Rettungsorganisationen gemeldet. Als erstes war die Polizei vor Ort, knapp gefolgt von Feuerwehr und Rettung. Aufgrund der schweren Verletzungen eines Passagiers wurde vom Roten Kreuz auch der Rettungshubschrauber angefordert. Um die Person, die im Schock davongelaufen war, zu finden, kam ein Polizeihubschrauber, der mit einer Hightech-Suchkamera ausgestattet ist, vom Stützpunkt Schwechat angeflogen. Ich
stehe hier mit Revierinspektor Erwin Gross, Pilot beim Innenministerium. Wie haben Sie die heutige Übung empfunden? Also unsererseits war die Übung sehr professionell. Von allen Organisationen haben wir wirklich nur Positives zu berichten. Es war mit der Rettung als auch Feuerwehr sehr gut zusammenarbeiten. Die Person haben wir relativ schnell aufgefunden. Es war eine tolle Übung und zeigt, dass es auch wichtig ist, dass man so etwas von Zeit zu Zeit mal startet. Wie ist diese Suche nach der vermissten Person abgelaufen? Also natürlich war das Gebiet dort schon bewachsen und es war nicht sofort erkennbar natürlich, wo die Person ist, aber das ist üblich so, dass man ein paar Minuten benötigt. War aber dann relativ rasch zu finden. Man hat dann natürlich auch gesehen, der Hundeführer hat schon eine Fährte aufgenommen und da haben wir natürlich auch schon einen Hinweis gehabt, ungefähr in welche Richtung die Person gegangen ist. Und was für ein System kommt da zum Einsatz? Also es ist eine Wärmebildkamera als auch eine Taglichtkamera. Man kann da natürlich hin und her schalten zwischen den zwei Systemen und ja, wir haben beide Systeme verwendet und es hat zum Erfolg geführt. Und ist sowas eigentlich, wenn das jetzt in Realität abläuft, ist das ein Routineeinsatz für Sie? Ja, das ist totale Routine. Also das ist Suchaktionen nach Abgängigen, nach Vermissten, das ist unser Aufgabengebiet. So wurden schließlich die Verletzten geborgen und versorgt, die vermisste Person gefunden und das Feuer gelöscht. Erleichtert über die erfolgreiche Icarus 2013 zeigte sich Übungsleiter Wolfgang Rebeck. Die heurige Icarus-Übung, ich glaube, es ist auch die erste Icarus-Übung gewesen, ist absolviert. Wie sieht Ihr Resümee aus? Also mein Resümee ist sehr gut. Die Einsatzkräfte haben untereinander wunderbar funktioniert. Auch unser interner Alarmplan, dieser Emergency Response Plan hat funktioniert. Es waren alle Posthole, wie wir sie nennen, erreichbar und dementsprechend auch in einer angemessenen Zeit im Einsatzgebiet. Trotz der erfolgreich verlaufenden Übung bleibt immer zu hoffen, dass ein solches fiktives Szenario möglichst nie zur Realität wird.